Hallo, liebe Nerds. Willkommen auf dieser absolut harmlosen Farm, wo absolut nichts Seltsames passiert. Willkommen zum Ranch Simulator. Der bekam just vor ein paar Tagen das Update auf Version 1.0.1 und wurde vom Unreal 4 auf Unreal 5 gehoben, was man, finde ich, auch relativ gut sieht. Also es ist sehr, sehr schön, so die Lichtstimmung und so ein paar Wolken, da müssen sie nochmal ran, aber das müssen sie bei einigen Punkten. Es ist das unperfekteste perfekte Spiel, das ich habe in meiner Steam-Bibliothek, und wie nicht anders zu erwarten, wir haben es gestreamt, wir werden es auch weiterhin nochmal fleißig streamen, jetzt wo da alles nochmal neu ist. Oder größtenteils neu. Und es kam natürlich die übliche Frage natürlich direkt wieder raus, lohnt sich das jetzt? Wie ist der aktuelle Standpunkt und Zustand? Zustand eher als Standpunkt. Es ist jetzt nicht so, dass es dem Spiel an Bugs mangeln würde. Das kann man diesem Spiel wirklich nicht vorwerfen. Das Radio funktioniert leider nicht. Also man hört den Sound des Senderwechselns, man hört nur leider das Radio nicht, was sehr, sehr schade ist, weil die Radiosender in diesem Spiel sind fantastisch. Die sind wirklich fantastisch, also selten so ein tolles Radio gesehen. Die Fahrzeugsteuerung ist gewohnt beschissen. Also diese Fahrzeugsteuerung ist aus der tiefsten Hölle. Ich habe in meinem gesamten Leben noch nie eine derart grauenhafte, miese, katastrophalere oder beschissenere Steuerung erlebt. Da sind wir uns alle einig. Aber auf der anderen Seite, genau darum geht es ja eben. Es ist halt eben in diesem Fall so unperfekt, dass es schon wieder, ja, quasi perfekt ist. Weil es einfach unfassbar viel humoristische Möglichkeiten gibt. Und man sich bei jedem Strom aus jedem Baum fragt, komme ich da dran vorbei oder nehme ich ihn doch wieder mit? Was nicht daran liegt, dass man einfach schlecht fährt, sondern die Steuerung ist einfach so unterirdisch desaströs. Ja. Und das führt dann manchmal zu ungewollt witzigen oder auch unwitzigen Situationen. Und da ist es eben sehr entscheidend, wie man selber so tickt und drauf ist. Wir haben theoretisch drei Buggies. Der dritte ist uns leider über den Kopf gewachsen. Das Problem ließe sich im Grunde mit einem einzigen winzig kleinen Axthieb lösen, aber das Problem ist mit der jetzt neuen Version, man kann leider keine Bäume mehr fällen, die nicht auf dem Gebiet der eigenen Ranch sind. Ja, ist halt, es ist wie es ist, ne? So, dann kommen wir mal direkt dazu. Wie sieht's aus? Was kann man alles machen für diejenigen, die dieses wunderschöne Spiel nicht kennen? Ich oute mich. Ich bin gnadenlos ehrlich. Ich bin hier absolut nicht objektiv. Also wer sich eine objektive Darstellung dieses Spiels erhofft hat oder gewünscht hat, der ist hier vollkommen falsch. Ich liebe dieses Spiel. Ich habe da irgendwie, ich weiß nicht, ein paar hundert Stunden da drin mittlerweile versenkt. Ich habe es irgendwie gefühlt 10 Leuten empfohlen und die haben sich das alle gekauft. Also kein Spiel, was ich empfohlen habe, wurde so oft gekauft wie der Ranch Simulator. Was zu einem Großteil daran lag, weil viele gedacht haben, sag mal, du fährst dir da eine Scheiße zusammen, so schlimm kann die Steuerung doch gar nicht sein. Daraufhin folgte dann meine Standardantwort, kauf's dir, fahr 5 Meter und dann reden wir weiter. Es wurde sich in den meisten Fällen dann gekauft und nach 5 Metern kam dann, ach du Schande, was zur Hölle geht denn hier ab? Sag ich, siehste? So. Also man muss einen gewissen Grundhumor, sollte man mitbringen, wenn man dieses Spiel anfangen will. Und man sollte sich von vielen Punkten verabschieden. Also wie gesagt, bugfrei braucht man nicht drüber reden. Die sind teilweise auch schon ewig da drin. Also ich habe wirklich teilweise Angst, wenn die verschiedene Bugs fixen. Ich weiß nicht, ich glaube, da wird uns unsere gesamte Spielerfahrung um die Ohren fliegen, weil man hat sich da mittlerweile so dran gewöhnt, das geht gar nicht mehr ohne, gefühlt. Aber das ist ja auch schön. Wir haben hier zum Beispiel Bäume. Also wir hatten Bäume, weswegen unsere Farm auch Isengard heißt. Das war hier alles mal schön bewaldet und grün. Und dann kam Gnorian.
Diejenigen, die die Streams und Videos kennen, die wissen, was ich meine. Normalerweise geht ihr hier hin, hackt einen Baum um mit einem einzigen Hieb einer 1,5 Kilo großen Handaxt, also wo man so wirklich so Anzündholz für einen Kamin irgendwie klein hackt. Ein winzig kleines Äxtchen ist das. Damit hackst du dann so eine 30 Meter hohe Tanne um oder Fichte oder was auch immer. Dann hältst du eh gedrückt, dann ploppt dieser Baum üblicherweise in drei von diesen Stämmen auf, die man sich dann mal eben unter den Arm klemmt. Dann haben wir hier eine Tischkreissäge. In der Default-Version ist das eine normale. Wir haben jetzt schon die Luxus-Version, weil die einfach schneller ist und trotzdem läuft das Sägeblatt falsch rum. Da könnte ich die Wände hochlaufen. Und wenn ihr dann eben hier so einen Baumstamm da durchgeschossen habt, dann habt ihr da ganze zwei Holzbretter da draus. Also, das ist so, ihr kennt dieses Meme von den Simpsons. Und aus dieser ganzen Fichte wurde mit dieser Maschine ein einziger Bowlingpin gemacht. So ungefähr. Also die Effizienz, naja gut, egal. Das ist Punkt 1, was ihr machen könnt. Dann habt ihr eben schon mal Holz. Holzi, Holzi, Holz. Und das braucht man auch für verschiedene Dinge. Das ist so die Basics am Anfang. Damit kann man eben hier diese Häuser bauen. Muss man erstmal Fundament hinstellen. Dann baut man hier eben eine Holzwand dann da dran, wahlweise mit Fenster oder ohne. Und dann sieht man, da baut man dann zum Beispiel drei Holzplanken oder eben sechs Stück dafür. Das heißt, wenn du dann so ein Häuschen baust, brauchst du erstmal ein bisschen Holz. So. Holz, wie gesagt, da könnte man noch alleine klarkommen, das ist nicht das Problem. Aber wie ihr gesehen habt, diese Kreissäge, die braucht Benzin. Wer hätte das gedacht? Und auch der Buggy, wenn er rumfährt, der braucht auch Benzin. Es gibt noch mehrere Fahrzeuge, es gibt noch LKWs, es gibt Traktoren, es gibt Mähdrescher, alles Mögliche. Fahren sich alle gleich beschissen. Also das Fahrmodell ist unisono das gleiche, egal was es ist. Deswegen fahren wir im Grunde nur mit den Buggys rum. Weil da geht es noch halbwegs, aber so ein riesen Mähdrescher, da hast du richtig Spaß. Wie gesagt, Holzfällen und so geht noch, aber man braucht halt eben Benzin und Benzin kostet Geld. Das gibt es nur an der Tankstelle, das muss man eben kaufen, das ist jetzt auch nicht super teuer, da haben sie auch die Effizienz nochmal hochgedreht. Aber man braucht eben Geld. So, wie komme ich jetzt am Anfang zu Geld? Ihr habt hier, wie ihr seht, auch eine Schusswaffe und ihr habt ein Gewehr. Das Gewehr bekommt ihr allerdings erst, muss man auch nachladen jedes Mal, wenn man neu startet. Sonst steht man da, wenn da ein Wolf oder ein Bär angerannt kommt, mit runtergelassenen Hosen da. Das Gewehr bekommt ihr hier bei dem Jäger, da müsst ihr dann zwei, drei Quests machen, Wölfe mit der Hand fangen, Kaninchen erschießen oder andersrum. Und wenn ihr die alle gemacht habt, dann bekommt ihr das Gewehr. Und das Gewehr hat deutlich mehr Wumms als ein Revolver. Wer hätte das gedacht? Deswegen, das sollte man am besten machen, weil für die Quests bekommt man auch ein bisschen Geld. Aber am Anfang ist halt der einfachste Weg, ihr holt euch dann eben euer Gewehr, holt euch, wie gesagt, euren Buggy und dann fahrt ihr in der Gegend rum. Hier oben am See, da laufen immer zwei, drei bis vier Bären rum, die kann man dann eben mal immer pro Tag einmal abschnabulieren. Bären sind deswegen so praktisch, weil die vier Stück Fleisch geben, im Gegensatz zu Hirschen, die nur drei Stück Fleisch geben, aber die springen halt auch hin und her und Bären, da braucht man zwar zwei Schuss mit dem Gewehr, aber die springen nicht so und da kann man da einfacher drauf schießen. Das ist tatsächlich wesentlich leichter, wenn man jemanden erschießen will, wenn der nicht durch die Gegend springt. Und dann farmt ihr euch erstmal am Anfang so ein paar Bären zusammen. Die packt ihr dann, wenn ihr das Geld habt, kauft ihr euch hier von diesen Kühlboxen. Da passen jetzt 24 Stück Fleisch rein, das haben sie angehoben. packt dann da das Fleisch rein und das Fleisch bringt ihr dann am Anfang der Einfachheit halber hier zu diesem Burgerladen. Die Ladeflächen sind übrigens als Tipp immer am Anfang beim ersten Buchstaben. Also da müsst ihr immer dahin fahren. Weil bei Best Burger, das ist eine relativ lange Schreibweise und das wird anstrengend ansonsten zu finden. So, dann habt ihr zum Beispiel eben diesen Jagdfaktor. Ihr könnt Wölfe jagen, ihr könnt Bären jagen, ihr könnt Hirsche jagen, Rehe, also weibliche. Nee, entlassen wir die Diskussion. Man kann Hirsche jagen, so rum. Und das ist zum Beispiel eine Beschäftigung, die kostet Munition, aber die Munition, die kann man hier im Laden kaufen, nicht beim Jäger, hier im Laden kann man sich die kaufen. Das ist auch praktisch, deswegen ist das hier auch so ein Unterhebelrepetierer, weil da kann man auch die Revolvermunition da reinpacken
Also man braucht nicht zwei verschiedene Munitionstypen. Ihr kauft einfach Munition noch und nöcher. Auch dafür braucht er Geld, deswegen am Anfang jagen. Quests kann man machen, aber die sind teilweise, dauern die wesentlich länger, als wenn man einfach hingeht und sich die Bären schnappt. Aber da sind wir halt schon genau in dem Thema drin. Man kann das machen, wie man will. Also ihr könnt questen, ihr müsst nicht jagen. Ihr könnt hier im Grunde das gesamte Spiel spielen, ohne ein einziges Tier zu töten, wenn ihr wollt. Ja, es gibt also auch die Möglichkeit, hier Gewächshäuser und so zu bauen. Also man kann unheimlich viel machen. Ja, Gemüse ist jetzt teilweise nicht so viel wert. Aber man bekommt trotzdem genug Geld, dass sich das rechnet. Also das ist halt, deswegen macht es das auf der einen Seite, ja, es ist schwierig, weil du eben zum Teil wirklich hanebüchene Bugs hast, wie gesagt, oder auch eben Designs wie diese Fahrzeugsteuerung. Aber auf der anderen Seite, du hast halt eine Freiheit und ich meine, guckt euch mal bei Steam an, was es da alles an Farming-Games gibt. Du hast hier eine Freiheit, was du alles machen kannst. Das ist einfach Wahnsinn. Und deswegen, das ist dann so mein Punkt, bin ich sehr, sehr dazu bereit und geneigt, den unheimlich viel durchgehen zu lassen und unheimlich viel Sachen so quasi beide Augen zuzudrücken. Weil ja, auf der einen Seite hast du natürlich hier einen Bug oder da einen Bug, aber ne, wie man so sagt, wenn sich eine Tür schließt, geht eine andere irgendwo auf. Für jeden Bug, den ich hier irgendwie im Spiel habe, die alle nicht wild sind, also es ist jetzt nichts Game-Breaking oder sowas, ne? Wie gesagt, dann schießt es halt mal eine Karre in einen Baum oder so, mei, das passiert halt mal. Es ist halt so, ich meine, da muss man einfach drüber stehen. Wenn du deswegen schon graue Haare kriegst, vergiss es, dann ist das Spiel nichts für dich, ja. Oder mit so einer kleinen Feueraxt einen Baum fällen mit einem Schlag. Ja, ist auch vollkommener Irrsinn. Aber egal. Einfach akzeptieren und fertig. Und für jeden Bug oder seltsames Design habe ich aber auch wieder so viele Features, wo ich mir sage, nee, das ist es mir dann trotzdem wert. Also das ist eine sehr, sehr individuelle Angelegenheit. Ich meine, ne, man kann Hühner hier in der Garage halten. Macht eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Genauso wenig Sinn macht es aber, wenn man die auf dem Rasen hält, weil die fressen kein Gras. Also die brauchen trotzdem Weizen, egal wo du so hältst. Und hier hast du sie wenigstens unter Kontrolle. Insofern, dann passt das dann schon, dann passt das dann. Aber das ist halt, ja, das muss man eben akzeptieren können. Ne? Oh, ich sehe gerade, die haben nichts mehr zu essen. Das ist schlecht. Die können verhungern und das tun sie dann auch, gnadenlos. So, und ich kann aber auch bei den Hühnern, um einfach mal bei den Hühnern zu bleiben, ich kann denen aber auch Default-Ställe bauen. Und die sehen richtig schick aus zum Teil, ne? Hier sowas zum Beispiel. Also die sind dann nicht so grün, das ist dann halt einfach nur so dass, die Grundversion, dass man mal weiß, wo man das Ding hinstellt. Hier, also das sind richtig coole Gebäude, Presets, ne? Also das muss man wirklich mal sagen, ne? Das sind richtig schicke Dinger, also du kannst denen da eine richtige Villa hinbauen, wenn du das möchtest. Du kannst aber auch einfach sagen, nö, ist mir egal, ich baue denen hier einfach so ein Gatter, ne? Hier so ein Holzzaun und dann laufen sie halt darum. Ist auch egal, geht auch. Und das ist halt eben so, diese Freiheit dann eben zu haben, diese Entscheidungsfreiheit. Das Ganze ist ja nicht nur bei bei Hühnern, das ist bei Schweinen genauso. Also es gibt auch verhältnismäßig viele Tierarten. Jetzt haben wir hier, wie gesagt, die Schweine. Und man kann sie mit den Ohrmarken, kann man sie benennen. Und ihr seht schon, Twitch-Chat hat so das Seine dazu getan. Es ist einfach, ja, ich meine, wenn man sowas nicht cool findet oder wenn man da irgendwie jetzt sagt, nee, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht mein Humor, okay, dann ist es halt so, aber ja, wir beömmeln uns da immer regelmäßig und im Zweifelsfall, wenn die Tierzahl doch ein bisschen größer wird, dann weißt du genau, du musst nur einmal im Chat sagen, hier, wir brauchen mal ein paar interessante Tiernamen und dann kommt dann sowas bei rum, ne, hier, Han Solo. Ich ärgere mich bis heute, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin. Das ist einfach so unfassbar gut. Ja, bringt das Spiel kein Stück weiter, aber es macht einfach Spaß. Und das ist irgendwie so drei Viertel von dem Spiel hier halt so.
Dann gibt es zusätzlich bei den Schweinen, also man kann die dann auch schlachten, man kann die dann lebendig verkaufen. Also auch da wieder, das kann man machen, wie man möchte. Man kann das Fleisch kann man dann einfach als Fleisch verkaufen, man kann es zu Hackfleisch verarbeiten, man kann es zu Wurst machen. Dann gibt es Kühe, da kann man bei Kühen kann man dann auch nochmal unterscheiden, möchte ich bei Rindern, möchte ich eben auf Milchproduktion gehen, um dann Käse draus zu machen. Ich kann auch die Milch verkaufen, ne? Ich kann auch einfach sagen, ich verkaufe einfach nur Milch, egal. Ja? Oder ich mache eben, setze eben ein bisschen mehr Geld ein, indem ich halt eben dann diese Starterkulturen kaufe und mache dann eben Käse draus. Baue dann halt noch entsprechend Reifeschränke, damit der Käse dann auch noch richtig, richtig hochwertig ist und sowas. Oder ich sage halt eben, nö, ich mache einfach Burgerkühe, ne? Einfach Kühe, Burger, Wurst, kann ich auch alles machen. Ziegen, Dito, kann ich auch sagen, nö, geh auf Milch, geh auf Käse, geh auf Fleisch. Also es gibt unheimlich viele Varianten, die man da angehen kann. Man kann Landwirtschaft betreiben, auch wenn ich das nicht empfehlen würde. Das haben wir mal versucht, das war, ja, da gibt es definitiv bessere Spiele, das muss man sagen. Aber man kann auch mit einem Gewächshaus unheimlich viel anfangen, ne? Und ihr habt ja gesehen, nur auch da nochmal, um das Offensichtliche zu zeigen, die Viecher, die lassen ja auch was fallen, ne? So, und jetzt kann ich natürlich hingehen, hier kann das dann von Hand entfernen. Ich kann aber auch im Laden, kann ich aber auch einen Komposter kaufen und dann kann ich daraus Dünger machen und kann damit meine Pflanzen düngen und damit den Ertrag steigern. Und lauter solche kleinen Sachen, das sind jetzt keine super durchdeklinierten 17-stufige Produktionsketten. Also das ist jetzt nicht so ein Satisfactory oder sowas, ne? Das jetzt nicht, aber man hat sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und wie gesagt, wenn man das im Koop mit ein paar Leuten spielt, dann hat man da echt, also man hat wirklich was zu tun. Und sogar mit drei, vier Leuten ist das echt, ja, das kann in Arbeit ausarten. Das muss man wirklich sagen. Und deswegen halt so auch der Punkt, wenn man das alleine angeht, puh, das ist echt so ein Punkt, da würde ich dann sagen, ja, da müsste man wirklich aufpassen, weil da hat man echt ein dickes Brett zu bohren. Also das ist echt Arbeit, weil mit ein paar Leuten kannst du dir das einteilen. Einer fällt Bäume, einer sägt Holz, anderer geht jagen, verdient damit ein bisschen Geld. Dann kannst du dann auch direkt mal ein paar Benzinkanister kaufen und so weiter. Und es kostet alles nicht viel Geld. Also es ist jetzt nicht, dass man das machen, riesig machen muss, aber wenn du halt da unterwegs bist, um deine Bären zu jagen, so ein Tag ist ja auch nur endlich. Der ist ja nicht unendlich. Man kann es zwar einstellen, wie lange die gehen und so, aber trotzdem. In der Zeit, in der ich Bären jage oder irgendwas anderes, da sägt sich halt mein Holz nicht. Ne? Und man braucht halt gerade für so, sage ich mal, etwas ausuferndere Dinge, wie zum Beispiel hier dieses Windrad, da brauchst du richtig Material für. Ne? Also das muss man halt auch sehen. Wo waren das nochmal? War das hier? Wieso hält er das Buch so komisch? War das hier? Weil da brauchst du richtig, richtig viel Metall. Und viele Sachen kannst du halt einfach nur, ja, Zement und Metall, das muss man einfach kaufen, das kann man nicht herstellen. Und da wird es dann schon relativ schnell teuer, ne? Also das muss man halt auch sagen. Hier, man hat halt so einen Brunnen zum Beispiel, 20 Zement und 6 Holzplanken, das geht relativ schnell. Die muss man dann halt hier wirklich von Hand mit der Maus so kurbeln. Das muss man auch mögen. Man kann aber auch eben sagen, hier, ich nehme hier diese Windmühle für 150 Metall. Das sind aber dann schon wieder richtige Summen, die haben wollen. Und auch so ein Getreidespeicher, das wäre dann so die nächste Anschaffung bei uns zum Beispiel, hier jetzt auf dieser Farm. 50 Metall und 50 Zement und 125 Metall. Da brauchst du ein paar Bärchen für. Oder Fleisch oder Eier oder sonst was. Und ne, dann kannst du noch eine Pferdekoppel bauen. Also du kannst so viele Sachen machen. Das ist der absolute Wahnsinn. Mittlerweile auch Öl fördern. Das ist auch irgendwie ganz nett. Also auch so nebenbei Einkommen. Das ist relativ dankbar. Aber auch da muss ich erstmal das Geld dafür haben, um das ganze Metall dafür, um das Ding bauen zu können. No? Natürlich kann man auch Bienen fangen gehen, aber in der Zeit passiert halt auch nichts. Also das muss man sich halt echt überlegen. Also wenn man jetzt wirklich sagt, man hat keine feste Spielergruppe oder man spielt das wirklich alleine, das würde ich mir echt überlegen. Also da bin ich ehrlich, also alleine hätte ich da diese Spielzeit nicht zusammen, weil dafür ist es wirklich,
Echt heftig. Also, das muss man wirklich sagen. Also, wir haben es teilweise im Schnitt so 3 bis 4 Leute sind wir auf der Farm. Und das ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Däumchen gedreht wird. Also, da steht keiner rum und hat Langeweile. Also, du hast hier wirklich mehr als genug zu tun. Das ist echt cool, aber man muss es halt wirklich mögen. Und deswegen finde ich, wie gesagt, ich bin da nicht objektiv. Für mich ist das unperfekteste perfekte Spiel, das es so aktuell in dem Bereich auf Steam gibt. Weil ja, du hast viele Sachen, wo du denkst, alter Vater, was zur Hölle habt ihr euch dabei gedacht? Aber auf der anderen Seite, du hast halt so viele Freiheiten, die man halt in vielen, vielen, vielen anderen Spielen eben nicht hat. Und die sind wesentlich teurer. Und insofern bin ich persönlich absolut bereit, diesem Spiel hier unheimlich viel zu verzeihen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass das jetzt so katastrophal schlimm ist, wie sich das möglicherweise anhört. Also um Gottes Willen. Ne? Das hier ist wirklich ein Spiel, das muss man wirklich sagen, das muss man wirklich erlebt haben. Also da hilft nicht gucken. Ja, gut, okay, man sieht die Features und so, aber das muss man wirklich, die Charaktersteuerung, die muss man mögen. Man muss diese Spielart mögen, die Fahrzeugsteuerung und so weiter. Und ich meine, ihr habt ja bei Steam die Möglichkeit, also bis 2 Stunden das Spiel zurückzugeben. Insofern, wenn ihr euch unsicher seid, eine Demo gibt es halt nicht, holt euch das Ding einfach mal, dann spielt ihr das mal so 1,5 Stunden, weil ihr merkt sehr, sehr schnell, ist das was oder nicht. Weil, wie gesagt, einfach mal in den Buggy reinsetzen und mal ein paar Meter fahren und schon. Da scheiden sich sehr schnell die Geister. Also das haben wir auch oft genug gehabt. Oder dann, oh Gott, nee, 10 Minuten direkt wieder raus. Das merkt man sehr schnell, ob das was für einen ist oder nicht. Das ist definitiv, aber das ist ja auch cool. Ich meine, es muss ja nicht jedem gefallen. Und das muss ich auf der anderen Seite sagen. Dafür respektiere ich die Entwickler auch wieder. Die versuchen nicht jedem zu gefallen, sondern die ziehen da wirklich einfach ihren Stiefel durch, haben eine Idee, wie sie das haben wollen. Ja, es ist nicht perfekt, sie arbeiten dran, es kommen Patches und ich finde, das ist echt gut. Also zumindest für den Preis, den sie haben wollen. Wenn die da jetzt mit 70 Euro um die Kurve kommen würden, würde ich auch sagen, ja, nee, Leute, ist klar, träumt mal weiter. Aber für das, was die da haben wollen, an Preis aufrufen, finde ich das absolut in Ordnung. Also da habe ich da wirklich absolut kein Problem damit. Wenn ich mir angucke, was ich da, ich habe das ja noch also nicht im Sale gekauft, ich habe mir das ganz normal unreduziert gekauft und ich bin jetzt da irgendwie bei 200 irgendwas Stunden. Also hat sich gelohnt. Und wie gesagt, ich habe da immer wieder Spaß und ja, es ist auch jetzt vielleicht nichts, was man jetzt ewig am Stück spielt. Auch, ja, okay. Aber, also, ich müsste lügen. Also, mindestens einmal im Monat kommt von irgendeiner Seite auf dem Discord immer, ey, wollen wir nochmal Ranch Simulator spielen? Und wie, ach ja, Wochenende könnte man mal nochmal reinsetzen. Also, das ist schon, ja, es macht einfach Laune und es plätschert so vor sich hin. Und ja, deswegen. Also ich finde es sehr, sehr schön. Ich finde auch jetzt die Änderung, finde ich cool. Gut, wie gesagt, das Radio, das ist nicht so toll, aber die Sachen, die sind alle schon bekannt, das ist alles schon gepostet und da wird es die Tage, wird es einen Hotfix geben und dann ist das Thema, dann ist es wieder runter. Ne? Ich meine, 100% bugfrei wird das niemals werden. Ich habe, wie gesagt, wenn die irgendwann mal die Steuerung so optimieren, dass sich das vernünftig anfühlt, ich weiß nicht, ob mein Herz dann damit klarkommt und ob es da nicht zerbrechen wird, weil man hat sich so an diese Steuerung gewöhnt. Keine Ahnung, aber ja, schauen wir mal. Über diese Brücke werden wir gehen, wenn wir sie erreichen. Schauen wir mal. Wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Das soll es eigentlich so im Grunde gewesen sein, weil man könnte da jetzt noch 10 Stunden erzählen. Man könnte auch nur noch eine Minute, auch nur eine Minute reden und es wäre inhaltlich, würde es keinen großen Unterschied machen, weil, wie gesagt, nochmal, man kann sich's nicht vorstellen. Also allein diese Fahrzeugsteuerung, das glaubt einem kein Mensch, wie grausam sich das anfühlt. Aber das meine ich nicht negativ, weil es sorgt einfach wieder für witzige Momente. Und das muss man einfach erlebt haben. Ne? Das ist einfach so. Und das ist ja auch schon wieder was heutzutage absolut unüblich ist. Und insofern, ja, meine Stimme hat das Spiel definitiv. Meine Daumen nach oben auf jeden Fall.
Und wenn ihr noch irgendwas habt, immer her damit in die Kommentare. Macht es gut, ihr Lieben, und bis dann demnächst. Tschüss.